Jo Leute, außerhalb von Markisheim, jetzt zu diesem etwas spontanen Video, naja, etwas schwitzigen Video am Abend, ein abartiges Hallo. Ich habe schon lange keinen spontanen Vlog mehr gemacht und deswegen dachte ich, nehme ich jetzt heute einfach mal die Legria mit, weil ich guck mal, dass ich Richtung Volksfest komme. Volksfest, da ist heute das Feuerwerk. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche und so toll fand ich dieses Jahr das Volksfest ehrlich gesagt gar nicht. Es sind weniger Fahrgeschäfte gewesen denn je irgendwie. Und naja, auf Instagram habt ihr es gesehen und mehr war eigentlich nicht. Heute ist auch so ein ultra heißer Tag, ich glaube 37 Grad. Ich war den ganzen Tag eigentlich im Haus und habe an meinem Diorama weitergearbeitet. Es geht auch irgendwann wieder mit dem Tutorial weiter, das ist ja klar. Es ist wirklich immer noch eine Bullenhitze. Selbst für mich ist das schon fast zu viel und das will was heißen. Ja, ja, das neue Haus, das ist ja auch wirklich ultrasonnig. Die geht den ganzen Tag einmal ums gesamte Gebäude. Also alle Fenster werden entsprechend aufgeheizt und nachts reiße ich die dann immer auf. Und dann geht der Dampf aber auch in wenigen Minuten raus und das ist viel wert. Jetzt gucke ich einfach mal, dass ich hier so ein bisschen im schattigen Bereich bleibe. Nächste Woche bzw. am kommenden Wochenende ist ja auch das Igersheimer Gassenfest. Naja, ich weiß nicht, was dieses Video jetzt hier wird. Ich bin einfach mal gespannt, Leute. Die Legria ist ja schon eine ultra geile Kamera für sowas hier. Gerade jetzt auf dem Board. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, um dieses Gefühl hier einzufrieren für den nächsten Winter. An diesem wunderschönen Sommerabend hier jetzt durch Igersheim zu rollen, auf diesen wunderbar geteerten Straßen, die es hier in Igersheim Gott sei Dank fast überall gibt, macht das natürlich umso mehr Spaß. Da oben findet sich ja die Burg. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich natürlich auch noch herzlich bedanken für die vielen Klicks und die netten Kommentare beim letzten Video. Es wäre natürlich nice gewesen, ein paar mehr hätten noch ein Motivationssignal gesendet. Das war bislang nur ein einziges. Aber ich möchte nicht jammern. Ich habe ja immer mal gesagt, wenn ihr nichts habt, dann braucht ihr auch nichts zu geben. Und dabei bleibt es auch, Leute. Jetzt fahre ich hier auf diesen Rüttelplatten. Das rüttelt schön hier. Ich muss was trinken. So trocken. So, genug pausiert. Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich gerade mit meinem Kumpel Martin geschrieben. Naja. Vielleicht geht er jetzt mit, ich weiß es nicht. Aber jetzt kommt auch bald der letzte Zug. Vielleicht ist es ja die Anna oder die Maria. Mal schauen. Ich bewege mich jetzt mal Richtung Bahnhof. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Also das hat schon was hier in Igersheim. Und dieser Bahnhof, der wird ja sehr bald modernisiert und bekommt dann einen Hochbahnsteig, wie ich ja schon im letzten Video angedeutet habe. Naja, warten wir hier mal auf diesen letzten Zug. Aber ich guck mal, dass ich den außerhalb des Bahnhofs abwarte, weil sonst glaubt er, ich wollte zusteigen. Das ist ja ein Bedarfshalt. Die Sonne steht doch jetzt schon extrem tief. Also er müsste sehr, sehr pünktlich kommen. Also eigentlich dauert es noch circa 5 bis 7 Minuten. Sieht knapp aus. Naja, ist ein roter. Egal, und schon wieder zu spät. Aber dann schauen wir uns trotzdem mal an. Tja, die Sonne ist weg. Die Tage werden schon wieder deutlich kürzer. Also geht es jetzt einfach mal ohne Sonne weiter Richtung Bad Mergentheim. Es wird auch allmählich ein bisschen kühler. Das ist eher angenehm im Augenblick. Mein Kumpel hat sich nicht mehr gemeldet. Also der die Vlogmusik macht normalerweise. Ich fahre jetzt jedenfalls mal Richtung Erlenbachtal und Bad Mergentheim. Lauer Abend, Alter. So habe ich das gerne. Da
Das Igersheim, das hat ja fast schon so ein bisschen was wie so ein großstädtisches Randgebiet irgendwie. Hier gibt es jetzt auch überall neue Lampen. Das ist LED-Technik, aber richtig vom Feinsten. Habe ich neulich mal gesehen, als ich mit dem Auto hier durchfuhr. Das Licht ist wie bei Gaslaternen, dieses typische Warmweiß. Also richtig schönes Licht. Naja, fahren wir jetzt mal hier längs. Das sind ja auch Fischzuchtbetriebe hier und so ein Fischgrill. Ja, hier im Ermbachtal. Da mache ich jetzt mal kurz Pause. Da waren jetzt wirklich 100 Millionen Wespen auf diesen verfaulenden Birnen da. Deswegen gehe ich jetzt mal hier längs, beziehungsweise rolle ich jetzt mal hier runter. Auf diesem Weg hier ist auch deutlich weniger los. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, was soll ich auch auf der vielbefahrenen Straße da oben? Ich gucke ja eh, dass ich irgendwie in der Peripherie bleibe. Diese alten Gärten da. Schlagartig ist es jetzt kalt geworden. Ach, guck mal, hier. Das Bad Mergentheimer Einfahrvorsignal, das ist auch noch so aus meiner Kindheit so eine Erinnerung. Als ich angefangen habe, mich für die Eisenbahn zu begeistern, bin ich hier spazieren gewesen. Da war ich noch ganz klein und da war das Ding auch schon, wenn auch ohne Voltaikanlage. Naja, geht's mal weiter. Aber das ist so ultra kalt geworden, schlagartig. Ich verstehe das gar nicht. Liegt das hier vielleicht an der Gegend hier unten? Am Kurpark, keine Ahnung, da kommt nicht viel Licht hin. Diese alten knorrigen Bäume hier, na, das hat schon was für sich, aber heute Mittag war es hier bestimmt herrlich. Naja, es ist auch jetzt noch schön. Hier hört man jetzt schon deutlich den Lärm des Volksfestes. Bevor es dunkel ist, fangen die mit dem Feuerwerk noch nicht an. Dunkel ist aber jetzt wirklich noch weit entfernt, Leute. Jo Leute, jetzt hat sich mein Kumpel endlich gemeldet. Er hat jetzt leider doch keinen Bock mehr dahin zu gehen. Aber ich habe mich zumindest mal mit ihm so weit jetzt verständigt, dass er mich nachher abholt. Weil ich Idiot habe ja auch die Kopflampe nicht dabei. Ich habe überhaupt keine Lampe dabei. Nee, und das ist dann schon besser. Das habe ich jetzt vollständig vergessen, ey. Ich bin halt total verpeilt, weil ich habe jetzt nur diesen Turmbeutel und nicht den Rucksack, weil da ist normalerweise alles drin. Naja, dann warten wir jetzt mal ganz beruhigt, dass es dunkel wird und guck, hier drüben ist jetzt schon das Volksfest. Naja, ich habe jetzt eben das Board hier. Ich dachte, er käme mit dem Auto, dann hätten wir das jetzt in den Kofferraum legen können und die Hände frei. Wir müssen nicht drauf aufpassen. Das ist eben der Nachteil jetzt. Naja, egal. Machen wir das Beste draus. So, jetzt bin ich hier mal aus dem dunklen Wald raus und hoch zur Straße. Und jetzt gucke ich mal, dass ich mich irgendwo hinschille, wo ich eine gute Sicht auf das Feuerwerk habe, weil mit dem Board an der Backe möchte ich jetzt eigentlich nicht aufs Fest selbst. Da treten sich die Leute tot und dazwischen dann ein Kickboard. Das ist irgendwie scheiße und irgendwie verstecken will ich es auch nicht. Dann ist es weg womöglich. Aber ich glaube, hier sollte man das Feuerwerk ganz gut sehen. Ich fahre jetzt mal weiter Richtung Großer Wiese da unten. Da hat man bestimmt die beste Sicht. Weil auf dem Fest selbst ist einfach zu viel los und alles zugebaut mit irgendwelchen Sichtblenden. Aber so berühre ich das Fest jetzt wenigstens mal peripher. Gucken wir mal. Da ist jetzt das Volksfest. Naja, also geht's jetzt hier unten wieder retour und irgendwo da auf diese große Wiese. Und ich denke, da hast du den besten Blick. Und da kann mich dann mein Kumpel nachher auch abholen. Alles klar. Na, fick auf mal. So was Dummes, Leute. Jetzt habe ich gerade Zuschauer getroffen, habe hier auf Play gedrückt, aber das Ding hat nicht funktioniert. So ein Mist, das ist stattdessen ausgegangen. Also sorry Leute, es war wirklich keine Absicht, also Ehrenwort. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte das jetzt rausgeschnitten. Nein, ich hätte es gern drin gehabt, aber die Aufnahme ist nicht da. Scheiße, das ist Legria. Das ist immer die Tücke mit diesem Teil hier. Alter, das könnte mich jetzt sowas von aufregen. Das ist dieser beschissene Touchscreen hier. Ey! Ach Mann, Leute, tut mir echt leid. Ich hätte euch gerne reingenommen. Das könnt ihr mir glauben. Sowas mache ich immer gerne. Jetzt warte ich hier mal auf das Feuerwerk.
Und das Teil hier werde ich mal als Stativ verwenden und mal wieder sagen, ich mache das Beste draus und dann hoffe ich, dass mein Kumpel kommt und mich dann heimfährt. Leute, ich breche ab. Es ist jetzt wirklich so, dass es gefühltermaßen jede Minute Grad kälter wird. Dieses blöde Feuerwerk, dieses Elende, das kommt einfach nicht. Das ist schon längst überfällig. Mein Kumpel scheint weggepennt zu sein. Ich erreiche den nicht mehr. Ans Handy geht er auch nicht mehr. Da kommt die Mailbox. WhatsApp ist er offline seit einer Stunde. Ey, ich habe die Schnauze voll. Ich glaube, ich muss heimlaufen jetzt. Wirklich. Also das ist so eine Kacke, Leute. Ihr seht mich wahrscheinlich gar nicht. Ey, gerade in dem Moment, wo ich über die Wiese laufe, kommt der Anfangsbüller. Jetzt bin ich wieder zurückgekehrt. Das war doch ganz nice jetzt noch. Ich hatte schon nicht mehr dran geglaubt. Ich wollte ja schon gehen. Es wurde in der klammen Wiese da jede Minute gefühltermaßen ein Grad kälter. Aber hier jetzt auf dem Asphalt ist wieder schön warm. Und jetzt hoffe ich mal, dass mein Kumpel hier kommt. Ich hatte dem noch über WhatsApp geschrieben, aber ich glaube, der ist weggepennt. Im schlimmsten Fall kann ich heimlaufen. Ich habe jetzt für heute keinen Bock mehr. Ist alles nicht ganz rund gelaufen, sorry. Aber naja, ist nicht geplant. Und das war jetzt eben mal so ein kleiner Flash. Und nochmals an die Leute, die ich eigentlich zeigen wollte. Sorry, es war echt keine Absicht. Das müsst ihr mir glauben. Haut rein, ciao. Jo Leute, Ende gut, alles gut. Ich bin zu Hause und muss nochmal ein Dankeschön hinten anschneiden. Herzlichen Dank an die Familie von Tim Leity auf Instagram, die mich jetzt ganz spontan mit dem Auto mitgenommen haben, während mein Kumpel anscheinend tatsächlich weggepennt ist. Naja, der hatte einen langen Arbeitstag. Ihm sei es verziehen, egal. Alles gut jetzt. Ich bin wieder gut drauf. Ach ja, abonnieren nicht vergessen, sofern ihr es noch nicht getan haben solltet. Aktiviert doch die Glocke, dann werdet ihr über aktuelle Videos immer sofort benachrichtigt. Nochmals, ciao.